Herzlich willkommen zu diesem Update, Leute. Wir sehen momentan beim Bitcoin einen Breakout nach unten, wie wir es gestern im Video schon besprochen haben. Denn wir sind hier von diesem Bump and Run Top Reversal hier nach unten ausgebrochen. Wir haben diese aufsteigende Trendlinie hier auf dem 4-stündigen Chart nach unten durchbrochen und sehen seitdem eine Korrektur hier runter. Aktuell sind wir bei einem Preis von 26.450 US-Dollar. Und wie es jetzt weitergeht, besprechen wir heute detailliert, kurz gefasst, auch in diesem Video. Also bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran und lasst auch jetzt gerne mal ein Like da, damit ihr es nicht vergisst und diesen Channel ebenfalls supportet und mich ein wenig unterstützt. Wir schauen uns noch Bitcoin auf den größeren Timeframes an. Wir schauen uns kurz Ethereum an, dort haben wir auch eine interessante Entwicklung und wir schauen uns ebenfalls noch an, was denn der Gesamtmarkt, der Retailer jetzt wahrscheinlich denkt oder in Zukunft tun wird. Also wir starten hier direkt erstmal mit dem Bitcoin auf dem 4-stündigen Chart und hier sehen wir gerade ein interessantes Szenario, denn dieses Bump and Run Reversal Top haben wir gestern im Video besprochen und wir hatten gesagt, es wird hier jetzt eng. Wir werden in naher Zukunft einen Breakout entweder nach oben oder nach unten sehen. Und in diesem Fall haben wir hier diese wichtige Supportlinie, die wir hier seit dem 24. Mai hatten, nach unten hin durchbrochen hier an dieser Stelle. Und seitdem wir diesen Support nach unten durchbrochen haben, sind wir hier erstmal runtergegangen, haben hier diesen Support in der Region von 26.700 bis 26.500 US-Dollar angetestet. Und jetzt sehen wir, dass wir leicht unter diesen Support gefallen sind. Wichtig ist es jetzt natürlich für den Bitcoin, dass Bitcoin überhalb der 26.500 US-Dollar Zone schließen muss hier und dieses Level halten muss, denn sonst können wir hier nochmal eine weitere Korrektur sehen, einen Liquidity Grab sehen, unterhalb der 26.000 US-Dollar Zone in Richtung 25.000 US-Dollar. Doch wir hatten ja über diese 25.000 US-Dollar schon länger in den Videos gesprochen und das schauen wir uns gleich nochmal an, warum diese Zone so wichtig ist. Switchen wir hier einmal auf den Daily Chart. Auf dem Daily Chart sieht es weiterhin sehr gut aus. Wir könnten hier theoretisch runter korrigieren, ja, bis in die Region von 25.000 US-Dollar und wären hier weiterhin in unserem bullischen Continuation Pattern, in unserem Falling Wedge. Das heißt, dieses Falling Wedge auf dem Daily Chart ist hier an dieser Stelle weiterhin aktiv. Switchen wir rüber zu den größeren Timeframes. Hier haben wir momentan eine sehr, sehr interessante Entwicklung, auch eine beunruhigende Entwicklung hier an dieser Stelle. Und zwar hatten wir ja gesagt, dass es relativ gesund wäre, wenn wir die Zone von 25.000 US-Dollar bzw. 24.800 US-Dollar nochmal retesten. Warum das Ganze? Nämlich hier haben wir unser Inverse Head and Shoulders, welches hier nach oben hin ausgebrochen ist und wir noch keinen Retest auf diese vorherige Neckline gesehen haben. Das heißt, dieser Retest wäre in diesem Fall jetzt sehr, sehr gesund, wenn dieser natürlich hier erfolgreich wird. Und wenn dieser Retest hier erfolgreich wird, denke ich, ist es auch eine gute Möglichkeit, hier eine Long-Position aufzubauen. Wenn ihr daran interessiert seid, weiterhin zu traden, in meiner Bio gibt es einen Link, wo ihr einen Ersteinzahlungsbonus von bis zu 5.000 US-Dollar erhaltet. Was jetzt an dieser Stelle natürlich etwas beunruhigend ist, ist es, dass wir hier bei dem MACD jetzt ein bullisches bzw. ein bearisches Crossover reinbekommen haben. Dieses bearisches Crossover beunruhigt mich und zwar aus dem Grund, wenn wir uns das mal in der Vergangenheit anschauen, jedes Mal, wenn wir auf dem Weekly Chart ein bearisches Crossover in unser MACD reinbekommen haben, haben wir in der Regel eine weitere Korrektur, eine größere Korrektur gesehen. Das letzte Mal war es hier an dieser Stelle. Wir können es auch mal hier so grob einmal nachmessen. Hatten wir eine Korrektur von 61%, als wir natürlich hier dieses bearische Crossover hatten. Dann gehen wir hier nochmal zurück. An dieser Stelle war das vorherige nochmal das bearische Crossover bei dem MACD, also circa an dieser Zone. Und dann haben wir hier ebenfalls bis hier nochmal eine weitere Korrektur von 46% gesehen. Das heißt, so relativ heftige Korrekturen, die wir gesehen haben, wenn dieses MACD ins bearische Crossover reingelaufen ist. Und jetzt wird es natürlich interessant, ob wir hier nochmal
auf diese 25.000 US-Dollar gehen oder ob der Support relativ gut gehalten wird bei 26.500 US-Dollar. Bei Ethereum sieht das Ganze auch sehr, sehr interessant aus. Wir hatten gestern diese Zone hier besprochen im Video. Und wie wir sehen, hat Ethereum es nicht geschafft, einen Breakout zu bestätigen. Wir hatten gesagt, dass wir hier unbedingt über den 1.900 US-Dollar schließen müssen. Das ist hier an dieser Stelle nicht geschehen. Wir sind wieder in dieses Descending Triangle hereingefallen und konnten hier nicht nach oben hin ausbrechen, denn dieser Widerstand war hier doch relativ groß. Wir sehen hier, dass wir mehrere Male hier an diesem Widerstand gescheitert sind und jetzt aktuell ebenfalls natürlich hier nochmal runter korrigiert. Es bleibt auch hier bei Ethereum weiterhin natürlich in der Zukunft interessant. Schauen wir uns einmal noch in eine interessante Sache auf. Und zwar sehen wir hier einmal die Google-Suchen nach dem Begriff Krypto. Dementsprechend kann man auch das allgemeine Interesse an Krypto messen. Und das ist jetzt der Chart so gesehen zum Interest over time zu dem Suchbegriff Krypto. Hier sehen wir etwas sehr, sehr Interessantes. Und zwar, dass relativ hier am Anfang des Jahres noch ein relativ hohes Interesse an Krypto bestanden hat. Das war hier, sehen wir, Januar 2022, Ende 21. Da schauen wir uns einmal in den Charts an, wo wir hier nochmal preislich waren. Das war natürlich hier in dieser Zone, als wir hier kurz vor dem All-Time-High standen. Und danach ist das Interesse relativ immer weiter gefallen mit kleinen Ausbrechern hier nach oben nochmal. Ab und zu mal, wenn wir natürlich mal hier über die 30.000 US-Dollar gepumpt sind und Bitcoin natürlich direkt wieder in allen Medien aufgetaucht ist, unter anderem auch in der Bild-Zeitung, dass irgendwelche Experten Empfehlungen abgeben, ob man denn jetzt bei 31.000 US-Dollar in Bitcoin investieren sollte oder nicht. Das Ganze ist meiner Meinung nach immer ein sehr schöner Indikator, dass ein Top gefunden wurde, wenn die Bild-Zeitung über Bitcoin schreibt, denn wenn wir in die Region von 15.000, 16.000 US-Dollar gehen, wo es ja relativ Sinn macht einzukaufen, dann sind alle leise, dann sieht man Bitcoin in keiner Presse, nirgendwo. Doch wenn wir einen Anstieg sehen und einen Top erreichen, dann ist es nochmal in den Medien komplett, damit natürlich die Retail-Menschen wieder FOMO bekommen und den Preis nochmal pushen. Und diese Menschen sind dann diejenigen, die dann das Top kaufen, der Preis fällt und dann sagen sie, Krypto ist komplett Scam und gehen aus dem Markt raus. Warten wieder bis zum nächsten Run und wahrscheinlich im Bullenmarkt bei 100.000 kaufen diese Leute dann wieder Bitcoin ein. Preis korrigiert in dem Bärenmarkt dann wieder Krypto-Scam und so läuft der Cycle, der Zyklus immer weiter. Das war's mit den abschließenden Worten. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Start in die Woche. Bleibt alle gesund, genießt die Zeit mit euren Freunden und euren Familien. Wir sehen uns zum nächsten Update. Und wie gesagt, lasst diesem Video gerne ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert unbedingt auch die Glocke, denn ich hau hier auch relativ spontane Videos raus, die natürlich auch ab und zu mal sehr, sehr wichtig sind. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.